Mike. Und wir werden nach Amerika auswandern. So, wo fahren wir jetzt hin? Unsere Pässe abholen. Und zwar sind unsere Pässe da. Bei uns war das so, dass wir uns entschieden haben, sie nicht nach Hause liefern zu lassen, sodass wir sie schneller abholen können, sondern dass wir sie abholen aus so einem Mailboxes und Co. Die ist bei uns hier in Offenbach? Nicht bei uns, ja, in Offenbach. Bei uns in der Nähe, wir sind in Frankfurter. Aber das ist richtig so. Genau. Wir haben gestern Abend die Benachrichtigung bekommen, dass sie rausgeschickt wurden und dass wir sie heute abholen können. Genau, dass wir sie heute abholen können. Und wir sind super happy. Wir können auch kaum erwarten, die Visas zu sehen und wie das alles aussieht, aber das zeigen wir euch natürlich alles. Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen früher freigenommen, ein bisschen früher Feierabend gemacht. Wir haben um 3, so kurz nach 3. Ja? Genau, weil die schließen um 17 Uhr und wer weiß nicht mit dem Verkehr, wie das jetzt so ist. Und ja. Pünktlich da sein. Lieber 7 Stunden vorher, mein Handy. Lieber 7 Stunden vorher losfahren. Zusammenfassend muss man sagen, wir haben am Montag den Termin gehabt. Da haben wir ja unser Okay bekommen. Und da hat sie uns gesagt, sie versucht das diese Woche noch auszuschicken, weil wir eben so lange gewartet haben und noch 2-mal zum Konsulat mussten. Wir haben schon gedacht, das klappt nicht mehr. Und gestern, Mittwoch, haben wir dann die Nachricht bekommen, dass sie rausgeschickt wurden. Visa, wie heißt das? Ein Visa-Überprüfungsbereich? Statusbereich steht sogar, was steht da? Issued. Issued? Ja. Dass sie gedruckt wurden. Das heißt, wir sind ganz gespannt, wie das jetzt aussieht. Ja. Wir hatten extra, um nicht zu jinxen vorher, nicht geschaut, wie sowas ausschaut. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ist das ein Stempel? Ist das eine echte Visa? Sind keine Ahnung. Fotos drauf? Ich habe überhaupt keine Auf jeden Ahnung. Fall ist das anscheinend unser Pass. Ja. Wie ihr seht, sind wir wahnsinnig begeistert und wir freuen uns drauf. Ja, ansonsten, das ist Frankfurt. Ja, so sieht es bei uns eben aus. Ein bisschen regnerisch. Aber die Sky ist nicht schlecht. Kann sich immer von deiner besten Seite zeigen. Hier müsste es sein. Wir haben's! So sieht's aus. Wir haben's! Was sagst du? Ja, es ist klein. Ich dachte größer. Geil. Das sind ja nur Unterlagen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch mega gespannt. So, lass uns zum Auto gehen. Wir stehen nämlich im Verbotenen. Genau. Also eigentlich in einem absoluten Halteverbot. Aber das sieht man hier von Weitem schon. Gleich. Der Mann von Mailboxes und Co., der hat uns auch gesagt, wir dürfen, da ist ein Umschlag drin, den dürfen wir nicht aufmachen. Nur in Amerika, also nur Der Zoll darf den aufmachen. Genau, nur dem Officer geben. Und ja, den Rest kennen wir. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir zu Hause ankommen. Wir machen den natürlich nicht im Auto auf. Nein? Nein, natürlich nicht. Ich bin gespannt, wie es genau. aussieht. Genau, auf jeden Fall haben wir es schon mal sicher bei uns. Mhm. Hoffentlich ist auch alles drin, was wir wollen. Das Auto ist auch da. Es hat heute ganz komisch geregnet. Mit Tropfen, sieht man das? Braune Tropfen. Ja, auf jeden Fall sind wir auch beim Auto angekommen, also stören wir jetzt niemand mehr. Jetzt können wir gleich Offenbach verlassen. Genau. Und wieder sichere Frankfurt. Böse. Das haben wir nicht gesagt. Genau, scheinen wir raus. Nein, ist schon Offenbach, ist schon ein bisschen anders. Ja, speziell. Deswegen. Ist schon ein bisschen anders als Frankfurt. Aber schön. Hier kann man seine Unterlagen abholen. Sehr schnell. Von daher sind wir happy. Bei der katholischen Gemeinde. Die italienische katholische Gemeinde ist hier. Also hier könnt ihr parken. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich glaube, die letzten 10 Minuten werden einfach mal weggeschnitten. Ja, genau. Also ich möchte nicht zu viel zeigen, aber wir haben gerade festgestellt, dass sie tatsächlich sogar die E-Mail-Adresse hier drauf haben. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ein voller Name, alles, alle tollen Daten drauf. So, jetzt gucken wir ein bisschen Offenbach. Wobei, hier sieht es schon fast besser aus. Ist hübsch, ne? Naja, hübsch. Da sind sie, unsere Unterlagen. Die 2 drehe ich nicht um, vorne sind unsere Daten. Hier ein Foto, aber das drehe ich jetzt nicht um. Dann hier die paar Schriftstücke dazu, die ein paar Erklärungen. Und die werde ich natürlich leider auch nicht öffnen können. Aber ja, da sind sie. Voll erschrocken! Auf die USA, Mensch. Das ist eine Familienreportage. Hallo Herr Fischer, sind Sie nachdenklich? Ja, ich bin sehr nachdenklich, weil ich habe das Mikro da hinten gelassen. Ich bin äußerst nachdenklich und kann es eigentlich kaum erwarten. Ich kann es so sehr kaum erwarten, dass ich mir denke, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt als erstes?
Ich bin schon nachdenklich, ja, muss ich sagen. Also ich bin weniger nachdenklich als Sie, weil ich schon mir sehr oft Gedanken darüber gemacht habe. Und ja, ich freue mich und habe jetzt Angst. Sie haben Angst? Ja, ich habe Angst. Vor was haben Sie denn Angst? Ja, weiß nicht, dass es alles gut wird. Dass, ich habe Angst davor, dass alles neu wird. Das ist, ja. Aber ja. Sind Sie eigentlich nicht... kennen Sie diese Situation eigentlich nicht? Ich meine, Sie sind ja schon einmal ausgewandert. Sie haben schon einmal diesen Schritt. Deswegen habe ich Angst. Sie haben einen kräftigen Partner an Ihrer Seite. Zwei kräftige Partner, vor allem ihn. Das stimmt. Das ist alles zu kompensieren mit einer gewissen Anspannung. Eigentlich sollten Sie nicht mehr ängstlich sein, oder? Ja, eigentlich schon. Aber man denkt sich ja, es geht uns ja hier in Deutschland ja jetzt nicht unbedingt schlecht. Und dann denkt man sich, hoffentlich geht es einem da drüben auch gut. Ja, wovon ich ausgehe. Aber trotzdem, Container, neue Wohnung, wohin, warm, kalt, Job, die Sprache, zunehmen, weil alles süß und lecker ist. werden wir glücklich sein? Werden wir den amerikanischen Traum leben, wenn wir uns den Tesla holen? Werden wir uns ein Solardach leisten? Werden wir dieses wunderschöne Haus, was wir uns schon immer gewünscht haben, Kamin, Job, Rentenversicherung, Krankenversicherung, oh mein Gott! Ich denke mal, das sind alles Fragen, die zu diesem Zeitpunkt einfach zu verfrüht sind. Ja. Die grundsätzliche Antwort auf diese Frage heißt ja. alle diese Fragen. Auch das wird auf uns drauf zukommen. Ja. Von daher. Ja, und dann kommen so Sachen dazu, wie, was mache ich mit meiner antiken Karte von Frankfurt? Wie trage ich sie nach Amerika? Gehört sie nach Amerika? Gehört sie in Frankfurt? Sie gehört bei mir, ist ja klar. Aber ja, so Sachen. Das ist heute alles egal. Das stimmt, heute wird gefeiert. Nein, es sind ja auch kleine Ängste, es sind keine großen Ängste. Kann man jetzt drehen? Nee, kann man nicht drehen. Dann gucken wir mal so. So, alle Ängste sind egal. Erstmal feiert man und dann plant man. Genau. Das Gegenlicht, ne? Das Gegenlicht, ja. Ich müsste mal ins Licht. Ja. Sehe ich gut aus? Sie sehen bezaubernd aus. Ja, auf jeden Fall, es sind kleine Ängste. Was mache ich mit meinen Pflanzen, was mache ich mit, keine Ahnung was. Aber es ist eine Riesenvorfreude. Es ist eine Riesenvorfreude, die Sachen sich erfüllen zu dürfen, vielleicht, die man sich hier nicht erfüllen konnte, weil es einfach Europa ist, nichts Böses gemeint. Aber es ist einfach, ein Kamin ist hier schwierig, ne? Ein offener Kamin und ein großes Auto für gewisse kleine Personen. ist auch schwierig, wenn man in Frankfurt wohnt. Wissen Sie schon, wo Sie hingehen? Wir wissen noch nicht, wo wir hingehen, tatsächlich. Es wird, aufgrund unseres Jobs kann es Kalifornien werden, es kann aber auch Texas werden. Ich weiß, da sind große Unterschiede zwischen den Südstaaten und Kalifornien, aber es ist, wie es ist. Man muss als Zuwanderer alles annehmen und alles umarmen. Es kann aber auch New York werden, ja, also das hängt vom Job ab, das hängt von unserem Gefühl ab. Ich weiß, wo es hingeht, jetzt im Juli. Wo geht's hin? Können Sie es uns kurz verraten? Im Juli geht's nach San Francisco. Oh. Das heißt, Sie werden dann offiziell in San Francisco zum ersten Mal die Green Card gehabt haben. Man könnte sagen, eingebürgert? Ja, ja, zum ersten Mal wird die Green Card San Franciscoaner Luft riechen und dann wird sie nach Georgia geschickt. Mhm. Das heißt, ganz in Bohemian-Style werden sie dann aufgenommen in der amerikanischen... Wir werden sehen, wir werden sehen. In San Francisco waren wir noch nicht. Vielleicht fahren wir, fliegen auch und dann nach Texas. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall gibt es jetzt 3 Punkte in Amerika. San Francisco, L.A., Georgia. In Georgia wohnt meine Familie, da wird die Green Card hingehen und dann werden wir sehen. Haben Sie schon... Pläne geschmiedet oder Pläne dafür, um in der San Francisco-Reise auch den Anker zu werfen ein wenig? Noch nicht, ich durfte ja nicht. Was heißt, die durften noch nicht? Ab wann durften Sie? Ab heute. Sie müssen, glaube ich, in Ihren Unterlagen gucken. Um also, lassen Sie mich mal gucken. Soweit ich hier lesen kann. Das tritt nach meiner... Kenntnis ist das sofort. Ab sofort. Ab sofort. Ab sofort. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Wir bedanken uns für Ihre kurze Zeit. Gerne, gerne. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wie man sieht, ich bin ja auch in Schale. Sie sind auch in Kluft? Ja, ja, ich habe mich in Schale geworfen zum Thema des Tages. Und ja, wir werden sehen, was auf uns zukommt. Jetzt trinken wir erstmal Champagner. Wir werden weiterhin versuchen, euch mitzunehmen auf unseren ganzen Abenteuer, weil die Auswanderung hat noch nicht mal begonnen. Also das Abenteuer beginnt, würde ich sagen, jetzt. Und wenn ihr Lust habt, uns zuzuschauen, abonniert uns, folgt uns und schaut euch und schreibt uns, Videos falls an. Ihr irgendwelche Fragen habt. Fragt einfach. Ja. Fragt einfach, wir antworten alles oder wir machen ein Video darüber. Mach's gut. So, unsere Tage hier sind gezählt. Oh ja. Das war's mit Frankfurt. Hm. Ich tippe auf 2024. Februar. Februar. Im Januar zieht ja kein Mensch um. Genau. Aber es könnte auch Januar werden. Richtig. Und bis dahin müssen wir unsere Schälchen ins Trockene bringen.